Ist auch unnötig anscheinend hier. Ah, doch, doch, da war sie da. Ich kann mich an den Raum erinnern. Ich habe, glaube ich, damals auch gesagt, dass der unnötig ist. Ich habe auch, glaube ich, gerade den Raum mit der Spirale verwechselt. Muss ich sagen. Das ist die Spirale, dieser riesige kleine Turm. Was ist denn da? Nein. Okay, das ist tatsächlich mal ein Gegner. Den muss ich mal loben. Der ist cool gemacht. Weil hier wird ein bisschen was verlangt. Hier muss man nachdenken, damit man die Pistazien nicht trifft. Die Pistazien sind hier echt ein großes Problem. Ich verstehe mal Kord. Ich verstehe mal Kord, nicht Tord. Deswegen, Kiba, kommst du dahin mit Höhenflugdonner? Müsste es klappen, ja. Du würdest mit Wirbel schon mal eigentlich auch dahin kommen, aber eigentlich will ich, dass du nur ihn triffst. Deswegen mach mal nur Hohlspitze. Verfluchte Erde. Ist kein Problem, mach das. Oh nein, wenn die jetzt Schaden bekommen. Oh, das ist wie... Nee, okay. Schade, ich dachte, das war jetzt tatsächlich so ein Ding, hätte ich gedacht, Spiel. Das wäre echt schlau, wenn du sowas gemacht hättest. Das wäre echt übel. Das wäre übel gewesen. Ich glaube, du kannst hier nichts machen, deswegen mach mal passen. Höhenflugdonner! Scheiße! Oh, er ist gestorben, zum Glück. Ja, eher Lay kommt hier nur durch. Dann warte ich halt ab, bis Lay wieder dran ist. Oder du wartest, bis ich wieder dran bin. Hohlspitze! Ja, das Ding hat sich ein bisschen zu sehr geheilt. Deswegen, himmlischer Gipfelabstieg. You're done! You're done! The old man taught me this. So wenig Leben. Das Problem ist, wenn Lane nicht wieder gleich drankommt, das Ding wird sich jetzt immer heilen. Und ich kann mich nicht teleportieren. Aber Kiba kann jetzt nach vorne laufen und angreifen. Kann er nicht. Fuck. Aber mach mal Pengknallbumm auf das Ding hier. Dann ist es schon mal weg. Das ist eine üble Gegnerkombination. Ich kann nicht fliehen, weil die Trottel Chef existiert. Ist mir egal. Solange du nur den hier triffst, ist alles gut. Du machst wieder himmlischer Gipfelabstieg. You're mine! The old man taught me this! Das kann nicht sein. Ja, das frage ich mich auch gerade. Nee, du machst einfach mal warten. Die passen. Geil. Das Ding werden wir nie besiegen, wenn es so weitergeht. That's the one. Grenzenlose Liebe. Nein! Nein, keine grenzenlose Liebe. Oh, Hentai. Schön, dass du deinen Kameraden getötet hast. Aber Hengknallbumm, du bist tot. Verreck. Stirb, 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 stirb. So viel gestorben ist es nicht. Ich komme hier gar nicht voran, weil die Attacken nicht stimmen. Nein, jetzt hat das auch noch irgendwie geile Werte bekommen. Ach man, verreck einfach. Ach man, ey, komm, wir müssen den Kampf nicht noch länger ziehen. Hier, 4 in 1. Vielleicht hilft das. Oh ne, mal durchdringend. Das war ja absolut hilfreich. Warum denn grenzenlose Liebe? Nein! Heilige Demütigung! Pengknallbumm! Ich verzweifle hier. Dass man auch auf Teleportation gezwungen ist, ist auch so nervig. Was soll ich denn da machen? Ich habe keine Chance gegen das Vieh. Weil das die ganze Zeit ausweicht. Das ist total nervig. Wenn die jetzt schon wieder daneben haust, weine ich. Oh, es ist weg. Danke. Boah, ey.
Was? Nee, das ist eine echt schlaue, aber gleichzeitig auch sehr üble Gegnerkombination, die ich nicht mehr sehen möchte. Und die lohnt sich ja nicht mal. Horn eines Einhorns. Könnte ich tatsächlich noch irgendjemandem geben? Wer könnte es gebrauchen? Das ist eine andere Frage. Lohnt sich das? Ich glaube ja. Oh Gott. Boss? Also keine, wow, du bist der Geilste, die Geilste. Geh noch gar nicht nach rechts. Ich will einfach zum Ziel. Je mehr Encounter wir bekommen, das sind sowieso Items, die lohnen sich nicht. Die geilsten Items gibt es in den Dungeons. Und die sollte man gemacht haben. Wenn man die gemacht hat, dann sind die Items, die man hier bekommt, eher unwichtig. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, wenn man nur schnell alles gemacht hat, würde ich sagen. Meiner Meinung nach hier. Und dann speichere ich hier mal, weil jetzt müsste ja Orsted kommen. Also man kann hier nur noch einen Secret Boss bekommen. Also wir fliegen gleich vor Orsted. Ich glaube, dann können wir einen Secret Boss bekommen. Und das machen wir, glaube ich, auch noch. Die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Dieser Kerl dort, der kommt mir bekannt vor. Also mir kommt diese Vogelstatue da unten links da bekannt vor, die vorne irgendwie nicht da war. Weil die war ja bei Orsted anders. Aber egal, die war, glaube ich, mehr in der Mitte. Versprechen des Hasses. Wir wissen einfach aus null Gründen, dass wir hier lang können. Wir wissen es einfach, weil wir sind nicht so dumm wie Strabo und... Obwohl Strabo wusste es ja auch, aber der hat ein bisschen gebraucht. Der musste erstmal die Statue anschauen und dachte sich dann, aber Orsted, Hash, dass Hash das nicht wusste. Als ob die nicht da oben gekämpft haben, sondern vor der Statue. Damit Hash nicht herausfinden wird, 20 Jahre später, dass man da lang gehen kann. Ich meine ja nur. Ich meine ja nur, okay? Das ist nur so meine Meinung hier. Triumph des Hasses. Und? Ja, ist eine schicke Statue. Gut, dann gehen wir halt wieder weg. Come hither. Let us speak. Nein, ich glaube, nachdem du uns hier zwangsweise hierher gebracht hast in diese Welt, wollen wir, glaube ich, nicht noch reden. Weil reden heißt verprügeln, töten, abschlachten. Nicht wahr? Orsted? Oder Odio? Wir können dich auch Oreo nennen. Nein, ich möchte kein Keks sein. I am your host. I am Vau. And Vau art I. Nee, war was falsches Spiel. The Lord of Dark. The Archon. Schön, freue mich. Und ich glaube, jetzt müssen wir runtergehen. Einfach sagen, nö, kein Bock. To flee is folly. This you shall soon learn. Denn hier kriegen wir nochmal einen Secret Boss. Der uns, glaube ich, dann wahrscheinlich auch nochmal einen kosmischen Gegenstand gibt. Gut, du hast den König damals umgebracht, unbeabsichtigt, weil du es nicht wolltest, aber ich meine ja nur, ich meine, deswegen kannst du auch der rechtmäßige König sein, weil du hast ihn umgebracht. Oh, Children, out of time and out of place, your wanderlust will lead you unto death. Oh, das ging ja schnell. Hier haben wir den Secret Boss. Kopfjäger! Ich glaube, er möchte unsere Köpfe sehen. Gut. Himmlischer Gipfelabstieg. Hab nur 544 Leben, aber wahrscheinlich eine hohe Verteidigung, nehme ich an. The old man taught me this. Bye. Boom. 86 ist aber relativ viel für nur 500 Leben. Gut. Kiba, mach Pengknallbumm. Vernichtung, würde ich sagen. Bye, bye, ba, boom. 62 ist immer noch viel. Also er hat schon die Hälfte verloren. Putzelklinge. Das klingt irgendwie voll nicht episch. Das klingt absolut episch. Das hast du gut gemacht. Möchte jemand Lay heilen? Ich glaube nicht du, aber du kannst ja gerne Wirbelsturm aufladen. Und, weiß nicht, an sich könntest du auch einfach einen Gegenstand machen, der...
Macht Weihwasser alles? Nee, es war, glaube ich, nur alles Keks, oder? Nee, warte mal. Hatte ich irgendwie alles, was irgendwie alle heilt? Ja, Number 9 Drink. Drink vor allem. Nummer 1 Trank. Number 9 Trank. Ich brauch nur Lay, bitte wieder. Lay soll nicht sterben. Nein, 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 warte. Kannst du bitte nicht so penetrant sein? Vor allem kannst du noch ein bisschen da stehen bleiben. Sundown muss noch aufladen und dich treffen. Und bitte nicht auf Sundown gehen. Sundown muss dich vernichten. Ja, du bist sowieso gleich. Das geht ja eigentlich, also. Verreck. Ich habe zwar ein bisschen verfehlt, aber 173 Schaden ist immer noch mehr als genug. Also, Superbosses sind kein Problem. Ich weiß auch nicht, wer noch fehlen würde. Ich glaube, noch zwei Stück. Ich glaube, es waren 5 Superbosse. I'm just getting started. Yeah. Yeah, boom! Ich glaube, wenn wir den Superboss hier besiegen können, dann können wir alles schaffen. Sieh mal, er hat ein paar kosmische Stiefel. Perfekt. Gut, Ausrüstung. Ja, dann machen wir die Superbosse, die anderen, die noch fehlen, als Bonus-Ding. Ach, ich weiß nicht. Es lohnt sich nicht bei ihr. Bei dir vielleicht. Aber auch nicht so sehr. Bei dir lohnt sich's aber. Perfekt. Ja, also, ich meine ja nur, wenn wir schon alle Superbosse gefühlt machen, dann können wir auch die restlichen noch machen, die noch fehlen. Ich weiß zwar nicht, wo die sind. Das ist ein Scherz. Ach, also mal ehrlich. Also. Ich lobe ja, was man hier so geschafft hat. Das ist richtig geil. Superboss geschafft und so, aber man muss jetzt nicht übertreiben, Spiel. Also. Mich da rauswerfen finde ich ein bisschen hart. Ein bisschen sehr hart. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass das so ist. Ich habe den Superboss gezeigt, das reicht mir. Was ich machen könnte, wäre natürlich den Superboss besiegen und dann später noch die anderen zwei holen. Das ist dann gut, das ist super, da muss ich nicht weit laufen. Aber jetzt hier, das ist total dumm, so. Finde ich. Come hither. Ja, diesmal können wir gerne reden. Odio. Oder Orsted. Oder Oreo-Keks. Nenn mich nie wieder so. Es hat schon gereicht, dass mich alle Osterhase genannt haben. Osterhase? Osterhase. Oh, ich hasse es. I am your host. The Lord of Dark. The Archon. Ja, okay, ich glaube, deinen Text kennen. Wir wollen reden. Wir können gerne reden. Reden heißt Bosskampf, ich weiß. Ich finde schade, dass hier dieses Rot, dieses gefährliche, der Thron hier nicht angezeigt wird, sondern nur der Dungeon unten, aber egal. Okay, reden wir. Meine Crew ist da, um zu reden. Ich trinke mal nebenbei, okay? Darf ich das? Ja, mach halt. Oh, Dio, Reisende. The beloved heroes you've become. But they weak, the wanting, peers in name alone. How have they acquitted themselves? Wie meinst du jetzt? Put to proof, they pleaded others save them, risk their lives, endure such hardship, suffering and pain. That they may reap a harvest sowed with blood. Pray tell, are charges such as these worthy of grace? I'd think on it. The second, then, to which I'd have reply, the paths you've walked, for weal, for woe, for what? At precipice you stand, at
journey's end. For rage against all who wronged you, you and yours. Quit talking like you know me. If you got something to say, then say it. For justice, poor, defenseless souls of me. Yeah, you might be right about that much. For love, a woman's touch, a simple joy. Ich frage mich, wen er meint. Ja, also irgendwie schon, aber ist egal. Liebesficken und so. Wer hat ihm dieses böse Wort beigebracht? Ich, Trottelcheffe, war es nicht. Ich weiß, dass du es warst. Ich mag es, dass die alle so ein Abschlussgespräch haben, je nachdem wer dabei ist. Müsste man natürlich mal gucken, was die anderen wären, aber... Mal gucken, das wäre auch wieder Bonus-Ding, dann müsste ich ja wieder zurücklaufen, alle holen, ja, kein Bock. Aber ich finde es cool, dass uns jeder so ein eigenes Gespräch hat. To shield desire and disdain all else. Let those apart and those opposed be damned. The ones who call this kingdom home. Your kin in spirit. This I see. You are the same. Reflect on your regrets. Oh nein, ein Boss! Ich glaube nicht. Also wir haben. Also bis jetzt fand ich jetzt keinen Superboss hier sehr schwer. Also ich glaube, Mondibo ist auch nicht so schwer sein, Odio. Okay, Darkness. Giratina! Oh mein Gott, das ist Giratina. Jetzt kommt der Jumpscare da nach vorne. Genau das tut er jetzt. Okay. Du sahst vorhin nicht so aus, wenn das deine wahre Gestalt ist. Du hast ein sehr hübsches Gesicht bekommen. Also, Orsted, hast du schön gemacht. Ist schon irgendwie high. Also, wie dich die Prinzessin damals, Alephia hieß sie, verlassen hat, verstehe ich jetzt auch nicht. Weiß nicht, ob Wut des Heiligen Drachen am besten ist. Wahrscheinlich, es sieht schon mal so gut aus. Die Lippen haben eine Schwäche auf Wut des Heiligen Drachen. Die Lippen sind ja gleich tot. Das ging also schnell hin. Er kann kontern, das gefällt mir auch nicht. Aber nur diese Dämonenform kann kontern. Aha. Also, wir waren nicht in der Nähe. Ach nee, er kann sich Stat boosten. Das ist eher doof. Ja, machen wir Penknall-Bumm auf... Obwohl, ich würde, glaube ich, Penknall-Bumm auf das Auge hier machen. Ich habe nur einmal getroffen. Das ist echt doof, wenn die Special Attacks nicht treffen. Jetzt ist Kiba auch noch geschwächt. Er macht eine Verbandung. Auf Sundown, natürlich. Verreck. Ja, vielleicht ist mein Team nicht hundertprozentig darauf vorbereitet. Machen wir einen Wirbelsturm. Wir können auch Tag des jüngsten Gerichts machen. Ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Nein, 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 nein. Aha, boah, wie viel Schaden macht ihr denn? Ja, ich glaube, ich warte erstmal ab. Ich mache erstmal wieder Wut des Heiligen Drachen. Aber die kriegen ja wahrscheinlich wieder Stat-Boosts. Vielleicht ist es mal schlauer. Ich gehe mal hier runter. Noch nicht auslöschen. Okay. Sundown ist tot. Ja, gut, dann mache ich meine Heilung. was war es? Ich glaube, Nummer 9 Trink war ja, glaube ich, Trank war sehr gut. Ja, es ist eher schlauer, sich auf ein Ding erstmal zu fokussieren, wie zum Beispiel den Mund oder so. Deswegen mache ich mal weiter, Penknallbumm. Oder ich gehe auf den Mund. Ich gehe erstmal auf den Mund. Weil der ist ja schon ein bisschen geschwächt. Das ist
total dumm, dass er nur einmal trifft oder zweimal in diesem Fall. Kannst du bitte aufhören, Blitzschaden immer zu bekommen? Ich find's echt schön. Ich mag's ja, dass ihr da sehr viel Schaden bekommt, aber... Ich mach trotzdem mal Wirbelsturm, weil es könnte helfen. Ich muss ja nur heilen. Sundown, das Problem ist, Sundown stirbt halt schnell. Das ist mein Problem. Sundown hat eine kleine Schwäche, was Sterben angeht. Und Chef, bist du jetzt mal fertig mit der ganzen Sache? Haben wir irgendwas anderes hier zum Beispiel? Oh, das heilt. Entfernt alle negativen Statuseffekte. Halb viermal. Ach, Sundown braucht den Scheiß leider. Sundown ist halt sehr schwach. Ich glaube, nur seine Special Attack macht jetzt mal einen gewaltigen Schaden. Und Tag des jüngsten Gerichts sollte auch reinhauen, so lange wie es gedauert hat, Chefe. Die heilige Lana wird dich bestrafen, Norsted. Auch 222 war ja okay. Nur schade, dass er nur einen getroffen hat, nämlich die Lippen. Also, das hätte er auch selber einfach so machen können. Du hast ein Problem mit Sundown, oder? Ich verstehe auch, Sundown ist ein absolut starker Charakter. Aber... Ich weiß halt auch nicht. Also, Kiba trifft ihn auch zu wenig. Er trifft zweimal. Also, ja, er hat eine hohe Ausweichrate. Und wenn das weitergeht, werde ich wahrscheinlich... Ein bisschen verzeihen. Und Chef, du musst absolut weg von diesem Fleck. Könntet ihr bitte aufhören? Ich überlege halt, was jetzt gerade am schlauesten wäre. Blut des heiligen Drachen trifft halt alle. Aber dann steadboostet er sich vielleicht wieder. Weswegen ich hier mal passe. Und warte, bis Sundown jetzt mal seine Attacke einsetzt. Auch du passt jetzt mal kurz. Und du gehst mal weg von diesem Fleck. Jetzt rast aus, Sundown. Das ist dein Ernst? Wirklich, ich finde, die Special Attacks haben hier keine Wirkung. Ich glaube, das ist auch der. Es sollte auch so sein. Ich glaube, die Special Attacks sollen nicht geil sein in dem Kampf. Obwohl, du kannst gerne nochmal Tag des jüngsten Gerichts einsetzen. Das war gar nicht mal so schlecht. Sundown ist gerade eher das Problem. Der ist gerade ziemlich im Visier. Der ist schon wieder tot. Und Sundown ist insgesamt tot. Perfekt. Ja, also wenn das so weitergeht, dann können wir gerne noch ein bisschen trainieren, was gar nicht viel bringt, weil trainieren ist total dumm. Ich mach mal wieder himmlischer Gipfelabstieg. In der Hoffnung, dass die Lippen jetzt endlich mal sterben, weil die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Ich glaube, die Taktik ist wirklich so, sich von unten nach oben zu arbeiten. So, wenn jetzt Chef langsam trifft, dann könnte es klappen. Peng, knall, bumm nochmal. Genau. 158, jetzt wenn Chef langsam macht, dann klappt's. Nein, ist nicht Chef töten, okay? Reicht, okay? Reicht. Ich glaube, ich mache nochmal himmlischer Gipfelabstieg. Dann ist halt Sundown tot. Dann ist es halt so passiert. Tot. Perfekt. Jetzt die anderen drei noch. Welches Auge zuerst? Ich glaube, da wir Kiba da jetzt... Genau, wir greifen jetzt erstmal das Auge rechts an, weil das wird dann am meisten angegriffen. Das ist perfekt. ...48 Schaden nur. Auch schön. Ja gut, dann ist eigentlich egal, welches Auge wir genommen hätten. So, verzaubertes Holz. Klingt ja schon mal... Nein, warte mal, Kiba opfert sich doch gerade sein Leben. Total dumm. Und jetzt greift der Kiba an. Ach, das ist so dumm. Oh, die können sich bewegen? Das ist interessant zu wissen. Komm, nehmen wir mal Balsam, irgendwas, was vielleicht alle heilt. Aber so nicht übertrieben viel. Der Castella-Kuchen klingt ja schon mal geil. Castella
Dass der schräg angreifen kann, nervt mich auch. Das ist dieses scheiß Auge. Tödlicher Blick. Oh je. Das ist ein bisschen nervig. Pengknallbumm. Oh, aber hier gemacht. Also wenn er mal mehr treffen würde. Außer nur. Also einmal ist halt total dumm. Nee, nee, nee. Nicht nochmal Tag des jüngsten Gerichts. Du machst hier. Was ist denn deine Schwäche? Ist eher die andere Frage. Feuer ist deine Schwäche. Nicht, dass ich Feuer zum Arm habe, aber keine heilige Demütigung anbieten. Ich glaube, das macht auch viel Schaden. Doch, heilige Demütigung macht viel Schaden. Das gefällt mir. Oh, verlangsamen. Okay, dann machen wir himmlischen Gipfelabstieg hier. Funktioniert nicht. Ich komme nicht an das Auge ran. Doch, ich komme ran, okay. Aber ich bin halt bei dieser schrägen Position des anderen Auges. Das gefällt mir nicht. 189 ist eigentlich mehr als genug, sind wir ehrlich. So, Pengknallbumm nochmal. Ja, genau so musst du es machen. Von vorne, ey. So, von vornherein musst du es so machen. Das sind 950 Schaden, also bitte. So, jetzt zum anderen Auge. Ja, mir egal, ob Verbannung kommt und es da zerstört. Hallo, Susi. Was gibt's, Susi? Meine Susi kommt mich kuscheln. Was denn? Das ist süß. Gehst du jetzt schlafen? Okay, wie lange bleibst du noch wach? Okay. Augi. Ja, ich warte jetzt erstmal ab. Nee, passen muss ich. Ich vergesse es mal wieder. Wir rennen jetzt erstmal hier hin. Und würde jetzt schon angreifen, oder? Obwohl, jetzt wird er wahrscheinlich Schaden machen. Also lieber doch erstmal heilen. Ich glaube, ich heile. Gegenstände. Nicht das Holz. Nicht das Holz. Das Holz war böse. Castella-Kuchen klingt gut. Also der Boss geht, er geht schon. Man muss nur wissen, wie man. Man muss nur den Anfang schauen. Und Sundown ist halt, glaube ich, der ein bisschen schlechteste, gewählte Charakter für den Kampf. Weil Sundown hat eine sehr schlechte Verteidigung. Leider. Aber sein Angriff ist eigentlich super, nur dass er jetzt vorne so richtig reingeschissen hat, war ein anderes Problem. You're done! You're done! The old man taught me this. Ba-boom! Ja, das ist, also solange er nicht unterbricht. Nicht unterbrechen, bitte. Gut. Unterbrechen darf nur nicht kommen. Der Rest ist okay. Ja, gut. Ich dachte gerade, warum darf er nochmal angreifen? Ja, 116, das klingt nicht nach viel, aber für mich ist es schon sehr viel. Komm, es muss einfach nur reichen. Pat trifft noch einmal. Einmal vielleicht? Oh, komm. Ja, ich weiß, seine Genauigkeit sinkt halt mit jedes Mal, wenn ich das einsetze, runter, aber. Also, es sinkt halt immer ab. Das wird schon irgendwie lächerlich. Ja, ich glaube, wir gehen mal wieder dran. Das machen wir eine Heilrunde für ihn hier. Also für Scheffel dann. Oder macht Scheffel sich selbst die Heilrunde? Aber eigentlich ist heilige Demütigung eigentlich mal sicher. Jetzt stirbt er sowieso. Er lebt noch tatsächlich. Ja, dann nehme ich mach Pengknallbumm und riskiere, dass Kiba es vielleicht schafft. Sag ich doch. Einmal hat er getroffen, das reicht mir. Das reicht vollkommen. Chef, du heilst dich jetzt selbst, bitte. Du benutzt selbst. Ich glaube, Gras reicht sogar, oder? Eine kleine Menge LP reicht mir nicht. Wo haben wir das Gras? Balsamgras. Mittlere Menge LP könnte sogar ausreichen. For me? Ich bin ein Trottel. Und es ist halt Stat Boosten. Das ist eigentlich auch geil. You're done! Blutendes Auge des Todes finde ich irgendwie schön. Das Spiel hat schon ein bisschen Blut, muss man schon sagen. Also es ist ein bisschen mehr Blut als erwartet. Öffnet er sich jetzt? Oder bleibt er sich da so versteckt? Weil eigentlich müsste er sich jetzt öffnen und aggressiv werden, weil wir haben seine Verteidigung durchbrochen. Genau. Oh, bist du das oben? Ist das der wahre Odio oder ist das nur der Thron?
Okay. Er verwandelt sich. In was verwandelt er sich? In Baby Born.